Heute gibt es das zweite Video aus der Reihe der Flugzeugtypen und es soll um ein ziemlich besonderes Flugzeug gehen, zu dem man eine ganze Menge erzählen kann, und zwar die Boeing 707. Leute, die sich so ein bisschen auskennen, die sagen jetzt vielleicht, chronologisch macht das ja jetzt nicht wirklich Sinn, nach dem Airbus A300 die 707 zu nehmen. Denn natürlich, zwischen dem ersten Boeing-Flugzeug mit der klassischen 7, irgendwas dazwischen, 7-Kennung und dem A300 liegt natürlich eine ganze Menge Zeit, da liegen einige Jahre dazwischen. Aber ich denke trotzdem, für so eine Videoreihe macht es Sinn, ein Flugzeug von Airbus zu nehmen, den A300, und dann ein Flugzeug von Boeing, in diesem Fall die Boeing 707, und so machen wir dann in Zukunft auch weiter. Und jetzt geht's um die 707. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und vielen Dank erstmal für das ganze Feedback zu dem Airbus A300 Video. Das ist wirklich extrem gut bei euch angekommen. Vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, ich kann so weitermachen und euch jetzt mal ein paar interessante Videos liefern. Also, es soll heute um die Boeing 707 gehen. Das ist ein Langstreckenflugzeug mit Strahltriebwerken. Klingt erstmal nicht sonderlich besonders. Heute gibt es da eine ganze Menge von. Damals war es eines der ersten Flugzeuge seiner Art und das macht die Geschichte dazu, wie ich finde, ziemlich interessant. Denn natürlich, Boeing hat vor der 707 schon eine ganze Menge Flugzeuge auf den Markt gebracht oder zum Militär gebracht. Die haben einen Haufen an Passagierflugzeugen, aber auch einige Militärflugzeuge gebaut. Also ganz wichtiger Punkt, weil das jetzt vielleicht durch die Videos irgendwie so rüberkommen könnte. Während der A300 wirklich durchaus der erste richtige Airbus ist, ist die 707 auf keinen Fall die erste richtige Boeing. Nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Und auch noch ganz wichtig, das wollte ich schon so ein bisschen mit dem Vorwort zum Video andeuten, die Boeing 707 ist auf keinen Fall das Gegenstück zum Airbus A300. Die kommen beide, das sind beides ganz unterschiedliche Flugzeuge, die auch aus einer unterschiedlichen Zeit kommen. Also die 707 hatte ihren Erstflug im Jahre 1957, während der Airbus A300 erst im Jahre 1972 dran war. Also wir müssen noch mal ein paar Jahre zurück. Und wie sah die zivile Luftfahrt zu diesem Zeitpunkt aus? Das muss ziemlich aufregend gewesen sein, denn es lag eine nicht zu unterschätzende Revolution in der Luft. Und die kam unter anderem in der zivilen Fliegerei mit der Boeing 707. Damals hatten Verkehrsflugzeuge in der Regel nämlich noch eine andere Motorentechnologie, um voranzukommen. Und das waren natürlich Propeller, die da hatten. Und es waren keine effizienten Turboprops, sondern das waren noch Kolbenmotoren. Der US-Flugzeughersteller Boeing verkaufte zu dieser Zeit immerhin ein paar mehr als 50 Boeing 377 Stratocruiser. Das klingt schon mal ziemlich beeindruckend, ist ein Flugzeug, was auf einem eigentlichen Militär-Langstreckenfrachter basiert und war halt eben der Luxus der Zeit, also das Flugzeug für Fluggesellschaften wie Pan Am oder United Airlines, neben der noch viel erfolgreicheren Constellation-Baureihe von Lockheed, versteht sich. Ja, wie dem auch sei, diese Flugzeuge waren auf jeden Fall zu dieser Zeit mit Kolbenmotoren unterwegs. Die Boeing 377 Stratocruiser, genauer gesagt mit vier Vierfachsternmotoren mit je 28 Zylindern und je 3500 PS. Und ihr merkt schon, man hat den Kolbenmotor zu dieser Zeit echt ausgereizt. Und man hat ihn richtig ausgereizt und konnte damit tatsächlich Reisegeschwindigkeiten von über 600 km/h und Reichweiten von über 8500 Kilometern erzielen, was vom Dinger ja echt keine schlechten Werte sind. Aber wie gesagt, man hatte Kolbenmotoren mittlerweile ausgereizt, die Dinger waren von ihrer Leistungsfähigkeit mittlerweile am Ende und haben noch eine ganze Menge Nachteile mitgebracht. Und das Militär spielte jetzt schon seit längerer Zeit mit Jetantrieben rum und irgendwann kamen die Flugzeughersteller nicht mehr drum herum, diese Jetantriebe in Form von Strahltriebwerken auch bei Passagierflugzeugen einzusetzen. Die Havilland Comet, sagt euch vielleicht was, 1949 war der Erstflug, ab 1952 war das Ding dann bei Fluggesellschaften im Dienst. Das war das erste Passagierflugzeug mit Strahltriebwerken. Also, ihr könnt euch merken, 1949 der Erstflug, das war 8 Jahre vor dem Erstflug der eigentlichen 707. Tja. Also noch ein bisschen Zeit dazwischen. Boeing kam aber früher oder später nicht mehr drum herum, auch Strahltriebwerke an Flugzeugen, an ihren Passagierflugzeugen, an Militärflugzeugen haben sie das auch schon länger getan, an ihren Passagierflugzeugen einzusetzen. Und man kam dann auf die Idee, eine Boeing 367, also die Basis der 377 Stratocruiser, mit Strahltriebwerken auszurüsten. Man wollte den Rumpf, also das eigentliche Flugzeug, die eigentliche Zelle behalten, neue Tragflächen dran machen, ein paar Triebwerke drunter hängen und dann sollte das doch eigentlich funktionieren. Ja, und ihr seht schon, das sieht jetzt nicht sonderlich stark nach Boeing 707 aus, also bis dahin war es noch ein weiter Weg. Man nahm sich tatsächlich diesen Rumpf, packte dann eine aerodynamische Verkleidung außenrum und dann sah es schon etwas mehr nach 707 aus und man erschuf mit 4 Triebwerken unter den neu entwickelten Tragflächen eine Boeing 367-80.
367-80 oder wie auch immer, ein Flugzeug, das man als Tanker an die US Air Force verkaufen wollte. 1954 war es dann, da ging der Plan auf, die US Air Force bestellte 29 dieser Flugzeuge als KC-135, also in ihrer militärischen Variante als Tankflugzeuge für die US Air Force. So. Ja, und dann gab es 1955 die Erlaubnis an Boeing, dass man das Flugzeug jetzt auch in einer zivilen Variante auf den Markt schmeißen dürfe. Man bedenke wieder, 1949 war der Erstflug der de Havilland Comet, 1952 die Indienststellung und 1955 bekam Boeing erst einmal überhaupt die Erlaubnis, so ein Flugzeug, sprich die 367-80, bauen zu können in einer zivilen Variante. Und die anderen Hersteller schlafen natürlich nicht. Die Tupolev Tu-104 kam auf den Markt, genauso wie die Caravelle aus Frankreich. Flugzeuge für den Kurz- und Mittelstreckenbetrieb, die durchaus gar nicht schlecht funktionierten. Und dann gab es noch die Douglas DC-8, auch ein vierstrahliges Langstreckenflugzeug, was deutlich mehr konnte als das, was Boeing bis jetzt den Airlines präsentiert hatte. Was den Amerikanern zu dieser Zeit so ein bisschen in die Karten spielte, ist, dass die Comet in diesen Jahren reihenweise vom Himmel gefallen ist aufgrund struktureller Probleme und einen Passagier nach dem nächsten tötete. Boeing hatte jetzt also die Chance, das Ganze besser zu machen. Dafür mussten sie aber erstmal eine ganze Menge Dinge über Bord schmeißen, zum Beispiel diesen komischen Rumpf der 367-80. Was ja eigentlich nur ein Rumpf der 367 war, mit aerodynamischer Verkleidung außenrum. In dieser Form war das Flugzeug für die Fluggesellschaften schlicht und einfach nicht interessant. Und daran konnten auch die Fassrollen, die der damalige Testpilot, der Boeing 367-80 da mal machte, die konnten daran auch nichts ändern, aber die Fluggesellschaften waren sich immerhin danach sicher, dass das Flugzeug nicht so wie die Komet im Himmel auseinanderfallen kann. Sondern die 707 bzw. in diesem Fall die 367-80 machte bei den Rollen doch einen durchaus sehr stabilen Eindruck. What I thought I was doing, I said I was selling airplanes. And explained it's a 1G maneuver and it's absolutely non-hazardous, but it's very impressive. And his comment was, you know that, now we know that, but just don't do it anymore. So, it was fine. Ja, wie er sagt, 1G-Manöver halt, kann man ab und zu durchaus auch mal mit einem Passagierflugzeug machen. Dabei entstand übrigens auch dieses eine berühmte Bild von der Boeing 367-80, wie sie da so über Kopf unterwegs ist. Bei dem Flug trug der Gute übrigens rote Cowboy-Stiefel. Ja, willkommen bei Boeing. Und es änderte ja alles nichts daran, dass das Flugzeug für die Fluggesellschaften einfach uninteressant war, da es zum Beispiel einen viel zu schmalen Rumpf hatte. Zum Beispiel konnten in der 367-80 nur 5 Passagiere nebeneinander sitzen. In der DC-8 konnten schon längst 6 Passagiere nebeneinander sitzen. Das macht durchaus einen Unterschied. Boeing stand zu diesem Zeitpunkt also vor einer ziemlich wichtigen Entscheidung. Man war eh schon zu spät dran und jetzt sollte man noch mal eine ganze Menge Geld und Zeit investieren, um den Rumpf komplett zu verändern, komplett zu überarbeiten und ihn einfach breiter und größer und länger und wie auch immer zu machen. Ja, macht man das jetzt? Sie haben es tatsächlich gemacht und wie wir jetzt heutzutage wissen, und wie wir zum Beispiel auch an der Boeing 737 sehen können, weil die zum jetzigen Zeitpunkt vom Ding her immer noch den gleichen Rumpf hat, das war eine ziemlich gute Entscheidung. Also, man machte den kompletten Rumpf nochmal neu. Man veränderte einige Dinge und sorgte dafür, dass der Rumpf breiter wird, sodass 6 Passagiere jetzt nebeneinander sitzen können und machte das Flugzeug auch ein bisschen länger. Dafür musste man durchaus eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen, weil man ja zum Beispiel die KC-135, also die von der US Air Force bestellten Flugzeuge, jetzt in einer anderen Fertigungsstraße bauen musste als die eigentliche 707, obwohl sie mal auf der gleichen Basis stehen sollten. Tja, hat nicht so ganz geklappt und spätestens da machte es dann ja auch keinen Sinn mehr, den Flieger 367 zu nennen. Und dann hatte man die 707 geboren. Rollout und Erstflug im Jahre 1957, in Dienststellung bei Pan Am dann im Jahre 1958. Und dann machte man bei der Fluggesellschaft ein bisschen Streckenerprobung mit dem neuen Flugzeug und was war das bitte für ein schönes Flaggschiff? Die 707-100 schickte man dann als zweites Passagierflugzeug mit Strahltriebwerken 2 Tage nach der Komet als Linienflug über den Atlantik. Das war doch jetzt eine ziemlich coole Sache. Und Boeing hatte jetzt tatsächlich mit viel Aufwand eine Basis geschaffen, aus der man richtig was machen konnte. Für Qantas zum Beispiel verkürzte man das Flugzeug wieder auf 41 Meter, packte ein paar effizientere Triebwerke drunter, die es zu dieser Zeit dann irgendwann gab, und schon konnte man die Reichweite von 5000 auf gut 8500 Kilometer erhöhen, wodurch die 707 dann auch endlich mal für Nonstop-Langstreckenflüge vernünftig zu gebrauchen war. In den Anfangsjahren saßen noch 4 Leute im Cockpit, ein Kapitän, ein Co-Pilot, ein Flugingenieur und ein Navigator. Der wurde dann allerdings so Mitte der 1960er Jahre, wenn man denn wollte, durch ein sogenanntes INS, ein Trägheitsnavigationssystem ersetzt
Und damit war die 707 ein modernes Flugzeug. Es entwickelte sich mit der Zeit immer weiter und vom Dinge hatte man da ja schon ein Flugzeug erschaffen, das so funktioniert und auch ungefähr so aussieht, wie ein modernes Flugzeug es heutzutage auch noch tut. Vielleicht noch ein ganz interessanter Fakt, Fly-by-Wire oder sowas gab es in der 707 natürlich noch nicht, da lief alles noch über Seile. Aber es lief auch teilweise nur über Seile, was durchaus wieder ein bisschen ungewöhnlich ist, zum Beispiel Höhenruder und Querruder der Maschine. Es gibt da zwar so ein paar aerodynamische Hilfsmittel, mit denen man die Steuerdrücke, wenn man dann das Flugzeug von Hand fliegt, reduzieren kann, aber tatsächlich waren diese Steuerflächen einfach nur mit einem Seil mit der Steuersäule im Cockpit verbunden. Fliegen war hier also tatsächlich durchaus noch eine ganze Menge Muskelkraft. Die 707-100, also die 707 in ihrer frühen Variante, in ihrer frühen Serienversion, hat man damals noch mit Turbojet-Triebwerken ausgeliefert. Also mit Triebwerken, die kein Nebenstromverhältnis haben. Die Triebwerke, die man da von Pratt & Whitney genutzt hat, die kannte man schon vom Militär. Und die hatten damals für kurzzeitige Leistungssteigerung, zum Beispiel beim Start, eine sogenannte Wassereinspritzung. Da wurde tatsächlich destilliertes Wasser direkt in den Brennraum gespritzt und das Wasser verdampft dann schlagartig. Das sorgt dafür, dass das Volumen sich natürlich massiv erhöht, also es ist mehr als das Tausendfache. Ein Liter Wasser wird dann zu 1400 oder 1600 Litern Wasserdampf oder irgendwie sowas. Und das sorgt natürlich erstmal für ein bisschen mehr Schub. Und zweitens sorgt es dafür, dass die Brennkammer, dass das Triebwerk an sich gekühlt wird. Deswegen kann man dann noch schön weiter mehr Sprit reinhauen. So hat man dann am Ende ungefähr 15% Leistungssteigerung geschafft. Das brauchte man damals auch, weil die ersten Strahltriebwerke schlicht und einfach noch nicht wirklich leistungsfähig waren. Und das ist dann übrigens auch die Erklärung für diese wirklich dollen schwarzen Streifen, die eine 707 gerne mal zum Start hinter sich herzieht. Das ist die Wassereinspritzung. Und dann kamen ganz viele erfolgreiche Jahre mit der Boeing 707. Es gab noch eine Kurzstreckenvariante, die Boeing 720, dann auch als Boeing 720B mit neuen Mantelstromtriebwerken, die nochmal eine ganze Ecke leiser waren und ein bisschen effizienter als das, was man vorher so kannte. Und diese Mantelstromtriebwerke, die wurden dann auch bei der Boeing 707-200 und der 300er Version eingesetzt. Und später gab es dann auch nochmal mit englischen Rolls-Royce-Triebwerken eine Boeing 707-400. Das Ding war dann auch auf 46 Meter verlängert und flog unter anderem zum Beispiel auch bei der Lufthansa. Dort blieb sie bis zum Jahre 1984. Dann wurde sie außer Dienst genommen. Tja, als Passagierversion fliegt die 707 mittlerweile natürlich nicht mehr. Sie war aber tatsächlich noch bis 2013 als Passagierflugzeug unterwegs bei Saha Air. Wo sollte es auch anders sein? Im Iran. Im militärischen Dienst ist die Boeing 707 allerdings noch immer erfolgreich. Zum Beispiel gab es den Flieger von 1959 bis 2001 in der US Air Force so ausgestattet, dass man ihn als Air Force One nutzen konnte. Und es gibt noch weitere knapp 100 Stück, die noch lange beim Militär unterwegs waren oder es auch immer noch sind. Zum Beispiel halt eben bei der US Air Force. Da erfüllen sie eine ganze Menge verschiedene Aufgaben, sehen auch dementsprechend aus. Und teilweise sind die Maschinen sogar mit modernen Triebwerken ausgestattet und zwar mit CFM 56. Triebwerken, also mit den Triebwerken, die zum Beispiel auch unter der Boeing 737 zu finden sind. Insgesamt hat Boeing in den ganzen Jahren 1010 Boeing 707 gebaut. 147 von denen mussten aufgrund irgendwelcher Sachen abgeschrieben werden. Es gab eine ganze Menge Totalverluste und es starben an Bord einer 707 über 2700 Menschen. 13 Totalverluste der Boeing 707 gehen auf kriminelle Ursachen zurück und die Statistik sagt, dass es bei 1 Million Flügen mit der Boeing 707 zu 8,72 Verlusten kommt. Die Statistik ist jetzt nicht wahnsinnig gut, die war auch schon für 1960 nicht wahnsinnig gut. Heute kommen Verkehrsflugzeuge bei dieser Statistik bei 1 Million Flügen auf Verluste unter 0,5. Da hat sich also einiges getan, aber es ist und bleibt einfach ein ziemlich beeindruckendes Flugzeug mit einer ziemlich beeindruckenden Geschichte, oder? Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Und ich freue mich sehr auf eure Kommentare zum Thema 707. Und ich bin auch sehr gespannt, ob irgendjemand von euch unter den Zuschauern ist, der schon mal mit einer 707 im Passagierbetrieb unterwegs war. Schreibt gerne mal was in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Schönes Wochenende euch und tschüss.